Intersport in Cottbus jetzt mit großer Fußballschuhaktion. Alle Fußballschuhe 30% reduziert. Adidas, Nike, Puma. Wirklich alle Fußballschuhe 30% reduziert. Jetzt bei Intersport in Cottbus in der Spreegalerie und im Lechenkarree. Meister der Regionalliga Nordost, ein Titel, der in höheren Ligen Jubelstürme auslösen würde, in den Regionalligen jedoch nicht, denn eine ganze Saison wird am Ende durch zwei Spiele entschieden. Energie Cottbus hat nun zwar die Gewissheit, in der Relegation antreten zu dürfen, aber kaufen kann man sich davon nichts und das entspricht eigentlich auch nicht dem Fairplay-Gedanken. Wer nach einer Saison ganz oben oder unten steht, sollte auch die Liga wechseln dürfen oder müssen. Nach dem Sieg gegen Luckenwalde ließ Wollitz erneut durchrotieren. Aftos Bahic kehrt in den Kasten zurück. Davor verteidigen Marcel Baude, Max Grundmann, Malte Kapstein und Lasse Schlüter heute als Kapitän. Das Mittelfeld bilden heute Felix Gressler, Jonas Zickert, Paul Germann und Alexander Siebert. Vorne dürfen die beiden Youngster Gabriel Boaci und Moritz Bruschinski ran. Insgesamt stehen 7 Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in der Startelf. 3 weitere sitzen auf der Ersatzbank. Das Spiel beginnt mit einem Seitenwechsel. Den zumindest haben die Gäste vor der Partie für sich entschieden. Was es ihnen bringt, zeigen die kommenden 90 Minuten. 6. Minute, erste Gelegenheit für Wacker Nordhausen. Rechts setzt sich Mickels nach einem Einwurf gut durch und passt quer durch. Aber Geißler passt auf und klärt die Situation. Eine Minute später, die Cottbusser wollen hier auch zeigen, was sie können. Gabriel Boaci hebelt die Thüringer Abwehr allein aus, geht auf Tino Herbig zu und kann abschließen. Schade. Energie versucht es mit schnellen Vorstößen, auch die beiden quirligen Stürmer, so auch diesmal. Marcel Baude zieht die Abwehr auf sich, links ist Bruschinski frei, aber er wählt den Weg durch die Mitte zu Gabriel Boaci, der fällt im Strafraum. Doch Schiri Jakob Pawlowski winkt ab. Hier sieht man nochmal, dass Boaci von Munia schafft, der nach unten gedrückt wird. Da hätte man durchaus anders entscheiden können. An sich ist es ein Spiel mit schnellen Pässen, nur leider kommen sie auf keiner Seite in die Gefahrenzone. Nach einer halben Stunde schallt ein kurzer Wutschrei von Pele Wollitz durchs Stadion und nur Sekunden später schnappt Felix Geisler seinem Gegenspieler den Ball weg. Er geht in Richtung Tor, in der Mitte ist Moritz Bruschinski unbewacht, nimmt ihn überlegt an, verliert Timo Berbig und macht das 1:0. Nicht zwingend vorhersehbar, da Chancen bisher Mangelware waren, aber umso überlegener erzielen die beiden Jungspunde den ersten Treffer des Spiels. Klasse gemacht von den beiden. Viele Chancen gibt es bis zur Halbzeit nicht mehr. Die umformierte Cottbuser Mannschaft spielt aber ein ansehnliches, schnelles Kurzpassspiel, das Nordhausen ein ums andere Mal vor Probleme stellt. So wie hier das Zusammenspiel zwischen Lasse Schlüter und Jonas Zickert auf der linken Seite. Lediglich die Flanke findet ihr Ziel nicht. Danach ist Pause im Stadion der Freundschaft. Die Fans verabschieden ihr Team stimmgewaltig zum Halbzeit-Tee. 5203 Zuschauer genießen die Sonne und das Spiel. Weiter geht's, 52. Minute ohne Änderung. Wie in Halbzeit 1 gehören die ersten Minuten den Gästen. In der 53. Minute kommt diese Halbchance dabei raus. Der Ball von Mune schafft er, ist eher eine verunglückte Flanke. Wird dadurch aber gerade gefährlich. Aftos Bahic ist auf dem Posten. Der Ball senkt sich aber auch zu langsam. 2 Minuten später kann Wacker es über einen Freistoß aus 22 Meter probieren. Scharf geschossen von Joylens Mickels fliegt er in Richtung Cottbuser Tor, aber drüber. Bisher lässt Wollitz' Team den Druck der ersten Halbzeit vermissen. Chancen sind in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit noch nicht rausgesprungen. Nach 61 Minuten gibt es erneut Freistoß für die Gäste durch den Ex-Cottbusser Tim Häusler. Sein Versuch landet aber direkt in Aftos Bahics Arm. Schrilli Mamba macht sich an der Seitenlinie bereit, eingewechselt zu werden, um sein Torekonto weiter zu füllen. 65. Minute, wieder die Gäste. Diesmal muss Malte Karpstein sein können zeigen, damit Joylens Mickels nicht zur Torschance kommt. Mehr Körper geht nicht. Energie gerät hier unter Druck. Kaufmanns Schuss kann Spalsch gerade noch an die Latte ablenken. Die anschließende Ecke versenkt der Jerome Profeta per Kopf im Tor. Ein wenig mit Ansage das Ganze. Energie konnte in der zweiten Hälfte noch keine Akzente setzen. Der Ausgleich ist nicht ganz unverdient. Direkt im Anschluss kommt Strelimamba Mamba für Jonas Zickert. Cottbus nun mit 3 Stürmern auf dem Platz. Eine eindeutige Vorgabe vom Trainer. Kommt der FCE nochmal?
Man könnte sagen, wer den FCE herausfordert, muss mit seiner Antwort leben. Die kommt nur 5 Minuten nach dem Ausgleich in Form von Strini Mamba. Über links enteilt er seinen Bewacher und schiebt die Kugel dann trocken ins lange Eck. Er ist der Mann für die wichtigen Tore, diesmal auch schnörkellos und mit Nachdruck. 2:1 und noch 17 Minuten zu spielen. Wirbelt die Offensive nun weiter, denn Wollitz will Tore sehen. Eine Viertelstunde vor Schluss geht Torschütze Moritz Bruschinski vom Feld. Kevin Scheithauer kommt. Der hat ja auch einen Lauf in Sachen Tore. Echte Luxusprobleme aktuell beim FCE. Und sie suchen jetzt die Entscheidung aus allen Lagen. Tino Berbig geht es nicht schnell genug. Er nimmt Jerome Profeta den Freistoß ab. Der wird abgefangen und plötzlich ist der Kasten leer. Geißler versucht es mit einer Bogenlampe. Knapp drüber, das wäre die passende Quittung gewesen. Applaus brandet danach dennoch im Stadion auf. Philipp Knechte kehrt auf den Rasen zurück und wird lautstark durch die Fans empfangen. Der Schütze von eben kann seinen Arbeitstag dafür beenden. Alles Gute, Philipp, und beste Gesundheit. Energie ist nach der Führung wieder in Spiellaune, zeigt das auch. Links geht es schnell durch, flacher Pass durch die Mitte. Strelli Mamba steht goldrichtig, hält den Fuß hin und trifft den Keeper. Wieder einer aus der Serie, das war ihm einfach zu einfach. Es wäre die Entscheidung gewesen, so geht die Partie aber ohne weitere Höhepunkte zu Ende. Energie behält im eigenen Stadion die weiße Weste und besiegt Wacker Nordhausen mit ihrer jugendlich frechen Art 2:1. Die Nordwand feierte danach lautstark den Trainer und das Team. Wollitz wünscht sich gegen Altklinike eine ausverkaufte Nordwand, um einen Vorgeschmack auf die Relegation zu bieten. Vor dem Spiel geht es zum BFC Dynamo, die zu Hause gegen Hertha 2 verloren.